Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaub mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Des Heiligen Evangeliums mögen tilgen unsere Sünden. Liebe Brüder und Schwestern, Krisen haben immer auch etwas Gutes. Weil in der Krise muss man sich entscheiden. Auf wen setze ich? Auf was baue ich? Und es ist immer eine Chance, sich neu für den Herrn zu entscheiden. Noch existenzieller, ihm zu glauben, ihn einzulassen, mit ihm zu gehen. Wir ticken alle ein bisschen ähnlich. Lieber Gott, ich vertraue dir, aber wenn es ernst wird, dann mache ich es doch lieber selber, dann weiß ich, was rauskommt. Und darum muss uns der liebe Gott manchmal ans Ende unserer Möglichkeiten führen, damit man dann wirklich beten lernt. Und ihn in die Mitte nimmt. Deshalb sagt ja auch Jesus, Versuchungen müssen sein. Ich glaube, gerade Sie von Solitude Miriam, ihr habt die Erfahrung hinter euch, dass ihr euren Partner nicht zwingen könnt. Und dass eure Ehe, eure Familie auch davon abhängig ist, was er tut. Und wenn das dann durch alles Mögliche in die Brüche geht, dann ist so eine Krise gegeben. Und man sieht unter Umständen, was das für die Kinder bedeutet. Und man ist im gewissen Sinn ohnmächtig. Es ist eine Chance, den Herrn auf ganz neue und existenziellere Weise hereinzubitten in euer Leben, in eure Lebenswelt, in eure Lebenswirklichkeit. Und hier in einem beständigen Glauben das auch durchzutragen. In einem sich immer neu orientieren am Ostersieg Jesu. Sein Tun im Glauben. In der Seelsorge habe ich, ich glaube, ich kann sagen, nicht wenige kennengelernt, die mir in ähnlicher Weise mehr oder weniger gesagt haben, hätte ich nicht solche Krisen in meiner Ehe gehabt, ich hätte nie so beten gelernt und wäre nie so nah beim Herrn gewesen, hätte nie so für andere und für die eigenen eintreten können.
Also aus einem Glaubenslicht kann man sagen, wenn Gott so etwas zulässt, hat er immer noch Wege des Heils und es geht immer noch zu auf etwas, was das Größere hervorbringen kann, als das, was die Sünde zerstört hat, war. Und diesen Glauben müsst ihr lebendig halten und ruhig auf den Herrn vertrauen. Wir werden vielleicht heute am Nachmittag, wenn wir dazukommen, ein wenig eintauchen in das Geheimnis, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Der Herr wird von der heiligen Hildegard in einer Vision gefragt, warum denn seine Wunden nach der Auferstehung immer noch offen sind und immer noch sehbar sind. Und der Herr antwortet ihr, diese Wunden sind die Heilsquellen, die so lange offen bleiben, solange es auf Erden noch einen Menschen gibt, der aus diesen Heilsquellen schöpfen will. Und es kommt ja dieser Satz zweimal vor in der Heiligen Schrift. Einmal bei Jesaja, einem Gottesknecht, wo dieser Gottesknecht zugerichtet wird auf übelste Weise, sodass ihn niemand mehr anschauen mag. An ihm ist nichts heil, von Fuß bis zum Scheitel. Und dann heißt es da, er nahm unsere Schuld auf sich. Er war geschlagen. Wir hielten ihn für verworfen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und der heilige Petrus in seinem Brief bestätigt das. Und verwendet genau dieselbe Formulierung, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wisst ihr, nicht werdet ihr geheilt, seid ihr geheilt. Das ist ganz was Ähnliches, wie ich am Anfang gesagt habe, wir können hinübergehen ins Erlöstsein. Wir können hinübergehen in den Himmel. Die Tür ist offen, das ist ein Tun im Glauben. Und ein wirkliches Annehmen, dass das, was die Heilung braucht, eigentlich von Gott ja schon ganz geleistet ist. Das ist ein Tun im Glauben. Wir leben ja in dem, was die Theologen nennen, eschatologische Spannung. Der Ostersieg ist schon da, der Himmel ist schon bereitet, Jesus ist schon zu Rechten des Vaters. Er ist vorausgegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten, sagt er. Aber wir leben hier noch im Leib, in dieser gebrochenen Schöpfung. Und unser Leib wird sicher sterben. Das Sterben wird die letzte Reinigung sein für uns. Weil wir sind so betroffen von der Gebrochenheit der Ursünde und der eigenen Sünden, wir können nicht so hinübergehen in den Himmel und doch genauso zornig sein wie hier. Und die Heiligen anpflaumen, und es geht ja nicht. Irgendwo muss man die Sachen mal loswerden, nicht? Ja, es gibt ein schönes Buch, Die Gnade des Sterbendürfens. Das Sterben ist die Reinigung. Und wenn das Samenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wir wollen uns immer dran vorbeimogeln. Aber damit diese Geisteskraft Gottes, die Liebe Gottes in uns wirklich siegen kann, muss der alte Mensch krepieren, sterben. Und der wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen und mit vielem, was so, woran das Fleisch hängt. Darum sagt ja auch Paulus, ich tue, was ich nicht tun will. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erretten aus diesem furchtbaren Dilemma? Ich glaube, ihr kennt das auch alle, oder? Also ich kenne es. Also der Geist ist oft sehr willig und hat viele gute Vorsätze, aber das Fleisch hängt hinterher, oder? Wisst ihr, das müsst ihr alles mitdenken, wenn ihr Ostern denkt. Und es ist die Gnadenzeit, sich wirklich festzumachen. Im ewigen Ostersieg Jesu, den niemand außer Kraft setzen kann. Und dann diese ganze Fülle der Erlösung. Jesus hat uns nicht gesagt, ich erlöse euch ein bisschen. Er hat uns die Fülle, Heil in Fülle versprochen und zugesagt, macht euch fest im Glauben, auch wenn ihr es noch nicht sehen könnt. Auch wenn ihr die Spannung noch erlebt zwischen der ganzen Gebrochenheit, in die ihr eingespannt seid, und dem schon erlöst sein, auf das wir zugehen.
Es soll euch nicht die Last und die Schuld der anderen und die eigene erdrücken. Nein, Ostern ist größer. Darum, es bedarf schon ein wenig des Betrachtens, des Hinschauens, des Hereinholens des Herrn in meine Wirklichkeit. In diesem Jahr mehr wie früher fällt mir auf, wie sehr Jesus darum ringt, dass die Jünger in ihm bleiben. Auch hier jetzt wieder. Oder gestern hat er im Evangelium zu Thomas gesagt, als der ihm fragt, ich werde euch kommen und euch zu mir holen. Den Weg dorthin kennt ihr, sagt Jesus, sagt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und heute ist Philippus dran. Philippus sagt, du, zeig uns den Vater, das reicht uns. Aber der Vater ist reiner Geist. Und Jesus ist der menschgewordene Gott. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind völlig eins. Denkt euch da mal hinein. Jesus, er war ganz Mensch, aber er blieb in seinem Geist immer mit dem Vater innigst verbunden. So dass er sagen konnte, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Das, was ich euch sage, habe ich nicht aus mir. Ich gebe euch nur das weiter, was ich vom Vater habe. Völlige Einheit des Geistes, des Herzens, der Liebe. Und genau das, in das hinein ruft er uns. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, worum ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Bleibt in meiner Liebe. Oder? Wie oft ist das angekämpft von außen her? Jemand redet mich schräg an, jemand tut nicht, was ich will und ich verlasse schon wieder die Liebe. Ich bleibe nicht in seiner Liebe, ich gehe in Zorn, in Eifersucht, in Neid, in Missgunst, in alle möglichen Dinge, die mich einfach aus der Liebe herausholen. Es ist ein echter Auftrag. Bleibt in meiner Liebe. Und sich da mal festzumachen und zu sagen, ich lasse mir diese Liebe nicht nehmen, egal was andere aufführen. Ich lasse mir diese Verbindung mit dem Herrn nicht nehmen, der ist mein kostbares Gut, der ist mein Leben, der ist mein ewiges Leben. Egal was auf mich zukommt, ich werde im Herrn bleiben. Wir sehen es bei der Corona, wir sehen es bei den Heiligen, bei den Märtyrern, unentwegt. Das Ziel. Und dann einfach von dort her auf die Sachen schauen, die mir als Herausforderung gestellt sind. Ich bleibe in deiner Liebe, ich bleibe in deinem Wort, ich will tun, was du uns aufträgst. Er sagt uns, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann seid ihr meine Freunde. Nicht, weil er eine Freundschaft abhängig macht, dass wir seinen Willen tun, sondern weil das die Wahrheit ist. Ein Leben in Fülle ist nur möglich, wenn wir in ihm bleiben. Wir haben es nicht aus uns selber, in keiner Weise. Und wir können es uns auch nicht selber nehmen. Also lassen wir uns durch diese österlichen Texte einfach mitnehmen. In dieses in ihm bleiben. Von dort her bekommt jede Kreuzerfahrung, jede Leiderfahrung einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Zuordnung. Dann wissen wir auch, dass Erlösung und Heil übers Kreuz geht. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt auch keinen anderen Weg in den Himmel als über Sterben. Darum muss uns das Sterben nicht nervös machen und das Kreuz nicht nervös machen. Bitten wir und beten wir füreinander, dass wir in diesen ganzen Glauben kommen, dass der Himmel uns bestimmt. Ostern. Dass wir aus seiner Kraft leben. Und dass sie uns vielleicht auch befähigt, diese Liebe, die Dinge loszulassen, an denen unser Herz hängt und die wir jetzt nicht haben und die uns unglücklich machen. Loszulassen heißt nicht gleichgültig zu sein. Heißt im Gebet einzutreten, den Verzicht auch zu leben,
aber sehr wohl im Bewusstsein, dass das teilnimmt und mit hineinführt in das, was zu Ostern geführt hat, nämlich das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. Jesus sagt uns an einer Stelle, es kann dem Knecht nicht besser gehen wie dem Meister. Einfach ernst nehmen, was er sagt. Werden sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Ist ja schön, wie die in der Apostelgeschichte, da ging es ja auch jetzt heiß her, nicht? Gestern haben wir gehört, wie, oder vorgestern oder gestern, ich weiß es nicht mehr genau, wie sie den Paulus gesteinigt haben und vor das Dorf hinaus, vor den Ort hinaus geschleift haben, haben gedacht, er sei tot. Er steht wieder auf und macht weiter. Und hier, heute haben wir gehört in der Apostelgeschichte, oder? Die haben einen riesen Zulauf. Da kommen Heiden, da kommen Juden und Paulus ist interessant, er geht immer zuerst zum auserwählten Volk, obwohl er so viel mitmacht mit denen. Ja, er bleibt dieser Auserwählung des Volkes treu, er verkündigt immer erst den Juden und dann kriegt er Prügel und dann wird er gesteinigt und einmal peitschen sie ihn aus und immer wieder, der lässt sich das nicht nehmen. Interessant, oder? Auch wir dürfen nicht aufhören beten, nur wenn wir dreimal gebetet haben und es hat nichts gewirkt, dann sagt man, oh, der liebe Gott hört mich nicht, dann lass es wieder sein. Na. Und dann auch hier, es kommen so viele Leute, dann sind die Juden eifersüchtig und dann stacheln sie die frommen Frauen auf, dass sie gegen die Apostel hetzen, nicht? Und dann verjagt man sie aus ihrer Mitte. Aber schaut mal die Reaktion auch an. Und das ist österliches Verhalten. Diese aber schüttelten gegen sie den Staub von ihren Füßen und zogen nach Ikonion. Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Als sie die Jünger in Jerusalem auspeitschen, weil sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen und nicht das tun, was die Pharisäer ihnen auftragen, und das tut ja recht weh, auspeitschen, nicht? Dann heißt es von ihnen, und sie zogen fort und freuten sich, dass sie gewürdigt wurden, für ihn zu leiden. Das ist doch eine verrückte Sache. Es ist die Perspektive von Ostern her, von der Auferstehung her, von der Erlösung her. Und so bekommt all das, was wir durchleben, eine ganz andere Zuordnung. Und dann kann ich mitten im Leid und in der Not etwas Erlösung erleben. Also Freude. Eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Das ist eine Freude, die eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Eines Lebens in der Weisheit Gottes. Der letzte Gedanke, und das muss ich mir immer genauso predigen wie euch, wenn der Herr hier sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Dann muss ich bekennen, ich glaube nur zu wenig gut, bin noch zu wenig im Herrn und er zu wenig in mir. Ganz offensichtlich bestimmt mich noch vieles, was nicht in dieser innigen und reinen Liebe mit ihm verbunden ist. Das geht euch wahrscheinlich genauso. Darum so ein Evangeliumswort, das darf ruhig ein Stachel in unserem Fleisch bleiben. Sagen, Jesus, gib mir Glauben. Ich möchte noch mehr glauben. Wenn ihr an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, dann werde ich es tun. Lasst uns um den Glauben flehen. Um dieses Einssein mit dem Herrn. Das ist interessant, einmal sagt Jesus zu den Jüngern, nachdem sie schon oft ihn angebettelt haben für alles Mögliche, sagt er, ihr habt mich noch um nichts gebeten. Weil um all die Sachen, worum sie gebeten haben, waren offensichtlich ein Nichts. Dieses Einssein mit dem Herrn lässt uns um die Dinge beten, würde ich sagen, die Ewigkeitswert haben. Lassen uns um die Dinge beten, die wirklich Heil vermitteln. Drum treten wir mal füreinander ein, bitten wir, dass wir noch österlicher werden,
dass wir noch glaubendere werden, dass wir noch mehr Sehnsucht haben, dass er in uns ist und wir in ihm. Amen.